Ich will gar nicht wissen, wie lange ich jetzt schon an dem sitze. Die letzte, also die erste Aufnahme war auch länger, als ich dachte. Kam mir vor, wie, weiß ich nicht. Eine Stunde oder so. War aber, Mann, ey. Waren aber fast drei. Nein! Ich wusste jetzt gerade nicht wohin, das war dumm. Das war halt gerade richtig dumm. Das ist auch dumm. So. Na! Oh Gott, oh Gott. Ich spiele auch eine Grütze zusammen. Pff, ist das traurig. Gut, eine Sache, die aber halt wirklich stimmt, ist halt... Zwar auch eine Ausrede, ja, meinetwegen, aber ich kommentiere ja auch dabei, ne? Und auch wenn es nur Rage ist und so, aber trotzdem, das gehört halt zum Let's Play dazu, aber das frisst natürlich auch. Konzentration, das würde ich gerade noch dazu fügen. Und Kugeln, na geil. Hey, Alter. Tatsächlich hat mir damals mal einer auf Twitter geschrieben, 2017, wo das Spiel neu war, dass er zum Beispiel mit dem Drachen so gut wie gar keine Probleme hat. Mann, hatte. Ich hasse das einfach nur noch. Dass der halt wirklich so gut wie gar... Mann, ey. Dass der so gut wie gar keine Probleme damit hatte. Das ist das, was ich in der ersten Aufnahmesession meinte. Jeder hat andere Bosse, die ihn halt irgendwie richtig auf den Sack gehen. Und der ist noch nicht mal jemand, der mir auf den Sack geht. Wie gesagt, ich habe den Kampf da bei der Dings habe ich viel schlimmer im Kopf. Bei der Achterbahn. Der Kampf bei der Achterbahn, der war für mich wirklich die Hölle. Da habe ich so geflucht. Okay, das war jetzt erstmal gut. Wäre schön, wenn ich jetzt keine Scheiße baue. Mann! Ich wollte gerade sagen, der Hut trifft mich doch und dann war es auch schon soweit. Na! Wechsel doch in die nächste Phase. Oh, ey, ich hasse es. Die zieht sich wie Gummi, die Scheiße. Ja, genau jetzt wäre der gewechselt, ey. Ja, und der zählt auch schon als Dreiköpfiger. Na klar. Na klar. Ich glaube, die letzte Phase ist auch okay. Ich glaube wirklich, die... Meine Fresse. Die Phase 2 da, die ist halt... Kacke mit den ollen Feuermännchen. Schweif. Mozzarella. Oh, ich bin doch komplett Banane, ey. Doppelkugel, cool. Ja, komm, nächste Phase, Dicker. Genau diese Phase, die jetzt kommt, die hasse ich halt. Braucht man halt Skill für, ne? Und den habe ich nicht. Skill und Konzentration. Naja, solange mir Videospiele Spaß machen. Ich weiß, wirkt nicht so, weil ich hier rumfluche. Nein!
Das war wieder der Fehler mit dem geduckt sein. Hä? Was hat mich jetzt aber getroffen? Jetzt habe ich gerade nicht mitbekommen, was mich getroffen hat, tatsächlich. Ah. Ich wusste gerade nicht, wohin, und fress trotzdem den Schaden. Ich war gerade noch stolz, wo ich gerade sagen wollte, ich weiß nicht, wohin, und dann dachte ich mir, ja Mann, du bist ausgewichen, und dann hat es mich trotzdem erwischt. Ist ähnlich wie mit Covid. War stolz, dass ich wirklich auf alles geachtet habe und so, dass ich es nicht bekommen habe, und dann hat es mich 5 Wochen dahin gerafft. Aber verhältnismäßig noch ruhig. Und ja, ich wurde gerade getroffen, ich weiß. Ich habe gerade das Gefühl, dass das hier die beste Strategie gegen ihn ist. Ja, gut. Oder auch nicht. Nein! Ich hab die Wolke verfehlt. Ich hab die Wolke verfehlt. Boah. Das Ding ist, jetzt bin ich halt gerade warm gespielt. Das heißt, jetzt würde ich doch schon gerne in der Aufnahmesession schaffen, den zu besiegen. Danach kann ich ja gerne Pause machen. Beziehungsweise halt ins Bett gehen, whatever. Oh nein! Was mach ich denn da für eine Scheiße? Man spielt auch manchmal hektische Grütze zusammen, ey. Richtig unnötig. Wobei ich sagen muss, es ist lustig, dass... Sag mal... Mann! Schwer... Oh, meine Güte! Mach ein Retry, ja, komm. Es ist lustig, dass schwere Spiele mittlerweile ein Trend sind, das wollte ich sagen. Dass es quasi mittlerweile gefordert wird, weil Leute das wollen, diese Herausforderung und so. Damals waren Spiele einfach nur schwer, weil man die Spielzeit irgendwie strecken musste. Meine Güte, ist das einfach... Ey... doch zum Mäuse melken, ey. Komm, nächste Phase. So, jetzt am besten keinen Fehler machen. Das hätte ich nicht sagen sollen. Das war schon Fehler Nummer 1. Das war auch nicht so schlau, glaube ich. Ja, ging. Das war noch relativ okay. Ich raff manchmal echt nicht, wie viel der aus. Das war ja richtig dumm. Was war das denn, Alter? Oh Mann. Ich bin erst so gut ausgewichen die ganze Zeit. Ich hasse es gerade nur noch. Habe ich aber vorhin auch gehabt. Und eigentlich liebe ich es. Man liebt sie auch, sonst hätte ich ja nicht gesagt, boah, ich spiele jetzt heute nochmal eine Runde. Wenn ich mich abfacken würde, würde ich es halt lassen. Dann würde ich sagen, gut. Habe ich halt versucht. Spiele ich Cuphead halt nicht durch. Gibt genug andere Spiele. Habe ich gerade Cuphead gesagt? Auf jeden Fall hat sie mich versprochen, glaube ich. Fastbild. Oh Mann, es ist nicht wahr alles. Es ist alles nicht wahr.
So, jetzt hier aber komm. Jetzt machen wir jetzt hier mal keinen Scheiß. So, jetzt kommt der Schweif. So. Mozzarella ausweichen. Oh Gott. Tatsächlich habe ich den Schweif gerade nicht gesehen. Das heißt, jetzt kommt Doppelkugel, ne? Das heißt, es war mehr Glück als Verstand gerade. So. Oh Gott, das war dämlich. Okay, gut, 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 gut. Oh Gott, oh Gott. Nein! Was war's, Alter? Oh fuck! Wie weit waren wir denn? Boah, guck mal, wie viel man da noch schaffen muss. Ich weiß nicht, ob ich mich gerade unnötig quäle. Vielleicht sollten wir vernünftig sein. Auch wenn ich da jetzt gerade warm gespielt bin. Vernünftig sein und doch eventuell so ein Run-and-Gun-Level machen, aber dann in der ersten Welt, ja cool, hier kann ich ja nicht lang, stimmt. Muss ich halt außen lang. Auf jeden Fall, dass wir da irgendwie auf den grünen 2 kommen. Ich glaube, mit 1 HP mehr oder so könnt und einen guten Run könnte es klappen. Ja, hier drauf freue ich mich auch schon, juhu. So. Warte, ich will gucken, wie oft ich jetzt schon verreckt bin. Zu oft. Ich glaube auch jedes Mal Retry zählt wahrscheinlich mit. 160 Mal, ey. Öff. So. Ob ich will oder nicht, Run and Gun. Da ist eins und wir haben hinten eins. Hier haben wir noch eins. Ich guck mal eben. Hier ist das Haus von den Grams. Da können wir nicht lang. Nirgendwo, das hatten wir auch schon nachgeguckt. Gut. Ja. Probieren wir doch mal das hier. Da gibt es mehr als genug Münzen zu holen. Für einen weiteren Trefferpunkt. Ja, jetzt muss ich natürlich erstmal wieder mich daran gewöhnen, was hier abgeht. Oh Gott. Okay, den können wir, wenn ich mich nicht ganz blöd ja, hätte ich mal lassen sollen. Parry, super. So nämlich, aber okay, reden wir nicht mehr drüber. So. So, den haben wir getroffen. Oh, was? Mama, kein Scheiß hier, Suppi. Nur noch ein HP. Hä? Ja, ich raff es manchmal halt auch einfach wirklich nicht. Ich raff es manchmal auch wirklich nicht. Also, ob die Sprünge und so reichen oder nicht. Das entzieht sich manchmal einfach enorm meiner Logik. Komm, krepier du. Du genauso. Weg mit dir. Weg mit dir. Weg mit dir. Weg mit euch allen. Ja. Oh Mann, nein, komm. Tschüss. Retry.
Das ist doch Blödsinn. Das macht doch keinen Sinn. Hier, du Blumenbärti, yo. So. Hä? Was war das, Alter? Wieso hat der mich getroffen, wenn ich davor stehe und schieße? Das werde ich wahrscheinlich auch später in der Aufnahme sehen, dass das nicht so war, wie ich es gerade mir erdacht habe, wie ich glaube, dass es war. Darauf wird es wahrscheinlich hinauslaufen. Da habe ich wahrscheinlich mir nur eingebildet, dass es so war. Okay. Okay, warte. Weg, einfach weg. Ja, sagt sich so leicht, merke ich gerade. Einfach laufen, scheiß drauf. Einfach rennen. Run and gun, einfach laufen. Ja, warte. Hier muss ich parryen, um an die Münze zu kommen. Da muss ich auch ausweichen. Nein, der Idiot, ey, der trifft mich natürlich. Warte. So, da muss man anscheinend dashen. Gott. Oh, was? Mini-Endbosse? So. Run and Gun. Run and Gun ist mein Lieblingsgenre. Spiele ich immer. Liebe ich. Unmensch, wer Run and Guns verabscheut. So. Habe ich alle Münzen? Ich glaube ja. Würde mir reichen eigentlich. Gerade erstmal. Okay. Ey, meines. Ja, mir egal. Reicht mir. Reicht mir. Ach, guck mal. So. Ich überlege gerade, ob wir den anderen Run and Gun auch direkt fertig machen, wenn wir jetzt schon mal hier sind. Den Drachen kann ich ja notfalls auch in einer anderen Aufnahmesession dann machen. Welcome. Mag ich. So. Gib mir. Okay, Autofill Meter. Super Meter continually fills in addition to what you earn. Automatic Parry. Chaos Orbit. Ich weiß es nicht. Jumbo Rebound. Great Coverage with Average Damage. Ich hoffe, ich bereue das nicht. Whitstone, Parry Attack. Ich hoffe, ich bereue das nicht, dass ich das jetzt gekauft habe. Warte mal. Smoke Bomb. Coffee. Ah, okay, das ist das. Okay, okay. Extra Hit Point. Auf Kosten aber der Rauchbombe. Die ich aber sowieso selten benutze, besonders jetzt gerade bei dem Drachen. Außerdem kann man ja wieder equippen. Das ist cool, dass man die Sachen sieht. Wie gesagt, hier haben wir noch einen Run and Gun. Was ich auch noch so grob im Kopf habe, da oben. Wir können aber auch wiederkommen und das später machen.
würde jetzt nochmal den Drachen versuchen. Wenn ich jetzt einmal mehr getroffen werden darf, hilft mir das vielleicht. Aber auch nur vielleicht. Jetzt. Ah, nee, war das richtig. Ich wollte gerade sagen, jetzt bin ich aber an Quatsch zusammengelaufen hier. So,